down. Er schläft. Oh, die haben doch guten Schadenwert. Würde ich sagen, lass mal den noch pennen. Vielleicht kriegen wir noch mal mit dem Zauber hier drauf. Okay, jetzt darf natürlich der Säuselt uns das nicht wieder versauen. Gott. Da die beiden einschlafen, ist das jetzt schon mal gut. Das heißt, können wir erstmal das Feld von hinten aufräumen. Zack. Jessica macht noch eine Beschleunigung bei uns. Obwohl das eigentlich gerade eigentlich Rille ist. Wir machen einfach einen normalen Angriff auf den und hier machen wir, was haben wir? Wir haben Heilung und machen die auf Jessica. Zack. Hebt ihren Zauberstab empor. Okay, der wacht auf. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich von Genghis was auf... Okay, dann kriegt er halt was drauf. Oh, kritischer Treffer. Sweet. Kumscher lässt eine Kiste fallen mit Wasserpestschimmel. Das ist nämlich noch ein Schimmel, den wir auch brauchen dafür. So, nehmen wir mal querfeld an hier durch. Also irgendwo westlich an der Brücke steht ein Haus. So. Okay, das ist auch wieder eine Gruppe. Das heißt, wir fangen von hinten an. Am sinnvollsten machen hier mit Jessica die erste Gruppe dit. Und sagen, dass wir hier noch eine Runde Säuselauf machen. Das heißt, die Hintergruppe kriegen wir jetzt erstmal klein, hoffentlich. Setzt du eine Heilung ein, das bringt dir eh nichts. Okay, zack, zack. Jessica, Gepäck, Zauberstab und ich benutzen auf die Mumie Gepäck. Benutzen auf den und der nimmt den noch. Dann geht's halt von vorne jetzt los. Na gut, nehmen wir den. Alles schön jetzt nacheinander. Jing ist auch noch. Super. Er wacht als nächstes auf. B und C sind gleichzeitig aufgewacht. Macht gar nichts, würde ich sagen. Da sollte man gut mit fertig werden. Oh, 9 geht noch so gerade. So, gucken wir, dass wir Jessica vielleicht doch ein Gewand hätte kaufen sollen, aber. Jetzt nochmal bis jetzt. Ah, Magie, Heilung. Jessica. Magie, Heilung für selbst und Genghis, der braucht noch nicht. Also sicherlich hier drum. Ah, Jessica macht Knister, Angelo macht Säusel. Nochmal so eine Rundum-Attacke. Hat nicht viel gebracht, alles klar. Wird verflucht, juckt uns relativ wenig, finde ich. Also dafür machen wir jetzt einfach jetzt so einen Stun-Angriff komplett durch. Haben wir den letzten auch schon. Also momentan geht die Taktik ganz gut auf. Erst die ganzen Leute runterkriegen. Und wenn alle geschlafen haben, oder jetzt so einer Dreiergruppe geht es jetzt, aber wenn so 5 Leute sind, dass man jetzt alle einschläft und dann nacheinander die Wachen dann platt macht. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Machen wir Angriff dahin, Angriff dahin. Zauber gehen. Angriff auf den letzten. Ah, am Ende in der Mitte. Macht jetzt nichts. Ist natürlich jetzt wieder wach geworden. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Da sollte man vielleicht, wenn man das weiß, vielleicht doch erst konzentrieren. Machen wir so. Dann machen wir mit Jessica noch eine Runde gehen. Und machen mit Angelo den vielleicht wieder wach.
Okay, der schläft noch. B greift an, lächerlich. Oh, vielleicht mal so eine Special-Attacke hier. Merkur. Stiel. Nee. Stielsichel. Eventuell ein Angriff auf den. Und dann machen wir noch da hinten hin. Das war's wohl. Na, oh, nix. Der Matching ist das halt auch nicht schlimm. Jetzt muss ich mal irgendwas. Naja. Was gibt's? Nichts Besonderes. So, weiter nach Westen. Weiter nach Westen, da muss da irgendwas kommen. Oh, Stahlspatz. Und was war das hintere? Chimäre. Ach, davon kommen auch die ganzen Flügelchen. Okay, das heißt, müssten gleich eventuell mal gucken, dass wir die Gruppe klein kriegen. Gucken. Jengis. Ja, komm. Ich muss hier mal schauen, dass ich das hier kriege. Gehen wir jetzt alle drei auf da drauf, dann haben wir es nämlich in Ruhe vor uns. Okay, alle drei eingenickt, super. Alter Schwede. Zack, zack. Warte mal, wir versuchen mal. Es muss doch irgendwann funktionieren mit dem Ding hier. Zack, benutzt nicht auf den. Oh, das ist manchmal ein bisschen nervig. Machen wir da noch. Beiden wieder wach. Ne, dann machen wir noch mal, probieren noch mal den Zauber gehen. Man anzündet alle drei da drauf. Shit, auch wach geworden. Kack, das heißt, machen wir mal einen schnellen Angriffsdurchgang. Shitte, das war wohl nix. Wow, 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 wow. Hallo? Das ist jetzt nicht geil, was du hier machst. Machen wir den, probieren wir aus. Was wir haben. Der hat noch keine... keine Sache. Er leidet keinen Schaden. Oh, ich muss gleich alle heilen, definitiv. Und es kriegt keinen Schaden, das Ding. Ey, was ist das für ein Scheiß Heilung? Jessica. Benutzen. Was anderes kann ich nicht machen. Oh, ich glaube, jetzt geht das Ding auch down oder was? Dann würde ich sagen. Ah, die haben auch super viel Erfahrungspunkte, aber haben natürlich mich jetzt ein bisschen geschwächt. Sollen wir da unten weitermachen? Ne, ist klar. So. Mal noch den Rest liegen hier. So. Dann ist das diese Welt. Ich will einfach nur westlich gehen. Damit wir da irgendwo vorankommen. Oh, wir sind auch gleich schon wieder bei der Zeit. Und Pink, fertig. Chemiekessel.
Gewöhnlicher Käse, gewöhnlicher Käse. Würde ich sagen, nehmen wir den gewöhnlichen Käse raus. Und packen ihn mit dem Wasserperschimmel zusammen. Statt.